Wissen Sie, was das hier ist? Das ist eine alte Trampel. Entschuldigen Sie diesen Ausdruck, aber so hat man sie genannt. Die Haller, die Straßenbahnlinie 4 zwischen Innsbruck und Hall. Haller Trampel. Angeblich soll sie sehr laut gewesen sein. 101 Jahre alt ist dieser Triebwagen. Tausende Menschen hat er transportiert. Bis zu seiner letzten Fahrt am 8. Juni 1974. Sie war Teil der Stadtbilder von Hall und Innsbruck. Die Viererstraßenbahn. Dass sie nun nach 83 Jahren für immer auf dem Abstellgleis verschwinden soll, wird nur ungern hingenommen. Wann sind Sie denn das erste Mal mit der Haller gefahren? Ja, das wird gewesen sein, so im Jahr 1905, 6. Und tut es Ihnen leid, dass Sie jetzt aufgelassen werden? Ja, selbstverständlich, weil es sehr interessant war, mit der Haller zu fahren. Wer 1905 in die Haller steigt, fährt noch unter Dampf. 1909 wird die Strecke elektrifiziert und seit damals rattern die rot-weißen Garnituren auf der Strecke. Manchmal brennt es im Motor und 1954 wirft der Föhn den Triebwagen um. Tausende in Innsbruck und Hall nehmen Abschied von ihrer Trampel. Dass man sie durch Dieselbusse ersetzt, liegt an den Olympischen Winterspielen 1976. Um den Verkehr ins neue Odorf flüssiger zu machen, wird die Hallerstraße mehrspurig ausgebaut und die Reichenauer Brücke wird neu errichtet. Diesen Plänen sind die Schienen der Haller im Weg. Mit der letzten Fahrt der Haller Straßenbahn geht ein Stück Tiroler Verkehrsgeschichte zu Ende. Der vermeintliche Fortschritt kam in Gestalt von Dieselbussen. Heute, 36 Jahre später, stehen die Zeichen für mehr Straßenbahnen wieder auf grün. Und im Jahr 2015 soll man angeblich wieder mit einer Straßenbahn von Innsbruck nach Hall fahren können. Wir fahren jetzt schon los, damit es vielleicht ein bisschen schneller geht.